Narkose fröhlich, echter Patientenfall, enthalten Möhren Zucker. Ist das gefährlich, ist das schlimm? Ihr Lieben, ich bin die Rose Fröhlich, Diätassistentin mit Kassenzulassung in eigener Praxis. Ich habe eine Patientin in der Beratung gehabt, die ja gefragt hat, ob die Möhre Zucker enthält und sie, es ist ja besser, die Möhre dann nicht mehr zu essen und wegzulassen. Ihr Lieben, was haltet ihr davon? Wirklich? Ist da Zucker drin? Ja, verratet ihr mir mal bitte, was ihr darüber denkt und was ihr darüber wisst. Ich weiß, dieser Mythos schwirrt durch die Lande. Ist es jetzt einer? Also eine Möhre besteht ja im Schwerpunkt aus Ballaststoffen, wenn ich jetzt erstmal von frischen Möhren ausgehe. Und an der Stelle ist es so, dass eine Möhre, merken wir ja manchmal auch, dass die süßlicher im Eigengeschmack ist. Wenn ich die Möhre aus der Dose nutze, wenn ich die Möhre aus dem Glas oder auch in der Pfanne brate, dann habe ich ja immer ein bisschen Eigengeschmack und man weiß, dass in den Möhren tatsächlich Zucker drin ist, und zwar ist das Fruchtzucker. Dieser Zucker an der Stelle wird tatsächlich umgewandelt und lässt auch oder gedanklich den Blutzuckeranstieg ansteigen, also wenn man sich die Kohlenhydrate anguckt. Aber jetzt kommt der gewisse Effekt. Der Blutzuckerverlauf ist, wenn überhaupt, nur moderat ganz langsam, weil wir haben ganz viele Ballaststoffe, wir müssen ja kauen an der Stelle. Und hier ist es so, dass daher die Möhre keinen großen Blutzuckeranstieg macht. Und dadurch, dass das sehr gering ist zu gekochter Ware, frischer Ware, wird an der Stelle gesagt, Gemüse essen ist gesund, der Blutzuckeranstieg ist niedrig, also ziemlich flach. Und daher könnt ihr gerne eine Möhre, die auch Zucker enthält, essen, weil der gesundheitliche Vorteil über die Ballaststoffe, über die Vitamine, Provitamin A zum Beispiel ist hier drin, was wichtig ist für die Augen. Und alle Gemüsesorten, egal was ihr habt, sollte immer mit einem Anteil Öl, meistens wird es ja zubereitet in Öl, zum Beispiel gedünstet, gedämpft oder hinterher das Stück Butter dazu oder hinterher ein bisschen Schuss Öl. Das führt immer dazu, dass die wichtigen Vitamine auch gut aufgenommen werden. Also ihr Lieben, ne, könnt ihr Möhre essen und der Zucker auch bei einer Kohlenhydratreduzierung, Low-Carb-Geschichte, Intervallfasten, bei Reduzierung, Thema Keto-Diät kommt häufig die Fragestellung hoch oder bei einer Ernährungsumstellung, bei einer Gewichtsabnahme, Zunahme. Also könnt ihr gerne einbauen, no probleme an der Stelle. Ihr Lieben, ich danke euch erstmal fürs Zuhören und habt einen schönen Tag.